Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind auf dem Spiel am Stand von Edition Spielwiese und bei mir ist Michael Schmidt. Michael, wir hatten uns ja schon beim Pegasus-Spiele-Pressetag getroffen, deswegen jetzt ein kleines Interview, aber wir hatten über eure neuen Spiele gesprochen, die jetzt hier auf der Messe rausgekommen sind. Wie ist denn bisher die Resonanz? Ja, beim Pegasus-Pressetag war ich ein bisschen müde bei dem Interview, was man sicher gemerkt hat. Die Resonanz von den Besuchern hier ist echt gut. So, ich hatte ja so ein bisschen Angst, ob das dem Hype gerecht wird. Also bisher schaut es so aus. Und letztes Jahr hattest du uns ja erzählt, Cottage Garden wurde dir förmlich aus der Hand gerissen. Du hast gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Wiederholt sich das gerade wieder? Ja, wiederholt sich. Also kurzfristig sah es so aus, als hätten wir heute Nachmittag keine Spiele mehr. Und dann sind Gott sei Dank noch welche nachgeliefert worden. Heute Morgen an die Messe, an den Stand und morgen früh kommen noch mal welche. Also wahrscheinlich wird der morgige Tag noch überstanden werden bei beiden Spielen. Ja, man muss dazu sagen, heute ist Freitag für die Zuschauer, die das ja nicht wissen. Genau. Was bedeuten Spiele generell für dich? Spiele generell für mich. Also Spiele haben mich schon mein Leben lang begleitet und inzwischen habe ich ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Nach 10 Jahren Spielecafé verlege ich sie jetzt auch und Spiele sind mein Leben. So, ja. Das merkt man dir ja auch immer an, wenn man dich trifft. Spielen ist was ganz Besonderes für dich. Spielen wird ja auch immer beliebter und die Messe wächst und wächst und wächst. Findest du das gut? Ja, also ich hätte es ja wirklich überhaupt nicht geglaubt. Als ich den Verlag aufgemacht habe, dann dachte ich mir, bin ich jetzt bescheuert. Das erste Mal, dass mehr als 1000 Aussteller auf die Messe kommen und ich bin der 1001., der dann noch dazu geht und noch ein Spiel dazu, das wird doch immer unübersichtlicher. Aber ich habe das Gefühl, es ist Nachfrage da. Also wenn ich so bei meinen Bekannten hier rumgucke, bei den anderen Verlagen, ich glaube, alle sind sie zufrieden. So, es scheint wirklich die Nachfrage da zu sein und ich habe das Gefühl, der Markt ist noch lange nicht satt. Jetzt spielen wir eine Runde schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ich stelle dir kurze Fragen und du antwortest einfach das Erste, was dir so in den Sinn kommt. Was ist deine Lieblingsspielerfarbe? Blau. Die Downtime ist mal wieder viel zu lang. Was machst du, bis du wieder dran bist? Mich aufregen, ich hasse Downtime. Dein Haus brennt ab und du kannst nur ein einziges Spiel retten. Welches? Oh Gott. Ich glaube, ich würde alle Spiele drin lassen, würde meine Katzen raus aus dem Haus holen. Würfel oder Karten? Würfel. Warum? Würfel. Ich bin jemand, der das gar nicht schlimm findet, wenn Spiele ein kleines bisschen Glückselement drin haben. Ganz viele Vielspieler hassen das Glückselement und versuchen es rauszurechnen irgendwie. Und für mich ist es, ich spiele immer gerne aus dem Bauch und probiere Sachen aus und hab's drauf, Push-Your-Luck-Elemente bis zum Ende auszureizen. Das geht ganz oft in die Hose, aber wenn man es über die Zeit anguckt, bin ich damit immer sehr, sehr gut gefahren. Was man gerade nicht gesehen hat, der Julian hat hinter dir einen Warrior hochgehalten. Was ist deine Lieblingsspielart? Kooperative Spiele, sowas haben wir aber noch gar nicht im Programm. Müssen wir mal gucken, dass wir sowas auch noch kriegen. Und was für ein Spielertyp bist du? Ein Spielertyp? Also mir ist Gewinnen nicht so wichtig. Mir ist das soziale Erleben viel, viel wichtiger. Natürlich versuche ich zu gewinnen. Aber ich bin kein schlechter, also ich bilde mir ein, dass ich kein schlechter Verlierer bin. Ich mache den anderen das Leben schon schwer, aber ich ärgere mich dann nicht, wenn ich dann nicht Erster werde. Werfen wir abschließend noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Wo siehst du die Edition Spielwiese in 5 Jahren? Oh Gott. Also ich bin gerade mal dabei, 2019 unsere Spiele zu planen. Man weiß natürlich nie, ob der Hype so weitergeht oder ob das jetzt nicht ein Strohfeuer war und das irgendwann vorbei ist und unsere Spiele irgendwann niemand mehr interessieren. Aber also die Spiele, die wir bis jetzt im Kopf haben, die dann kommen werden, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber
ich finde die alle fast noch besser als die, die wir jetzt haben. Und dann sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass auch die nächsten Jahre ein Erfolg werden, weil es lief so gut und du machst die Arbeit so toll und dann drücken wir dir die Daumen. Jetzt müssen wir erst mal schauen, dass Noria und Indian Summer dem Hype gerecht werden. Schauen wir mal, was die Messe bringt. Ja. Genau. Ja, dann vielen Dank für das Interview. Gerne. Euch immer.